Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin 10 Meter nach vorne gerannt, weil ich dachte, ich hätte die Aufnahme schon gestartet. Es geht direkt ohne Umwege auf zur weißen Lady. Let's go. Ich glaube, ich habe nur die eine beendet und die andere nicht gestartet. Das könnte sein. Irgendwie sowas. Alter, chill. Chill mal ein bisschen. Okay, jetzt ist sie da unten. Und ich muss da runter. Wow. Ah, sie ist hochgerannt. Na gut, von mir aus. Egal. Boah. Ey, 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 Leute, 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 macht mal langsam. Oh, okay. Ich muss ganz schnell eine ganz kleine Kleinigkeit prüfen. Und zwar Festplattenplatz. Nicht, dass mir hier gleich die Aufnahme um die Ohren fliegt, weil kein Festplattenplatz. Nee, alles gut. Entschuldigung. Geht weiter. Ah, schau mal, so schnell sind wir bei der weißen Lady. Hallo? War ein bisschen schmerzhaft, ne? Wow! Oh! Eieieiei! Holy! Heidenei! Hör mal auf jetzt! Ey! Nee, dumme Idee. Was? Ich habe ein Bild geklaut von dir oder was? Was laberst du? Nee, ist wieder eine dumme Idee. Oh, wie lange das braucht. Alter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nein, shit. Junge, nein, nein, stopp. Hör auf mich zu hauen. Bitte hör auf mich zu hauen. Nee, okay, irgendwie verstehe ich diesen perfekten Block-Dinger nicht.
Okay, jetzt ist mein Würfel auch vorbei. Boah. Junge, Junge. Krass, das ist schon wieder so ein schneller Gegner. Holy guacamole. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Ach du Schande. Oh oh. Das ist ungeschickt. Oh nein, der ist ja auch noch da. Junge, Junge, okay, vielleicht war es nicht die beste Idee, da einfach durchzurennen. Oh shit. So, was machen wir jetzt gegen dich? Aua, ja, nicht in deinen Schuss reinlaufen. Das wäre schon mal die erste Idee. Und nicht einfach schon zwei Heilungen verbrauchen, bevor ich überhaupt da bin. Ich muss sie nicht killen, ne? Ich könnte auch einfach... Oder muss ich sie killen? Nö, ich muss sie, glaube ich, nicht killen, aber wir wollen sie killen, oder? Doch, ich... Ja, hier geht's nicht weiter, okay. Nee, hier ist zu, ne? Da vorne auch. Oder kann ich hier aufmachen? Nee. Doch, ich muss sie killen. Okay. Ja, dann. Oh, das ist schon echt eine heftige Nummer. Ich glaube, wenn sie diesen langen macht, wo sie so nach hinten ausholt und dann die rote kommt, der rote Angriff kommt, dann muss ich auf sie zu und sie hauen. Da muss ich sie rechtzeitig hauen. Und auf jeden Fall werde ich meinen Feuerschleifstein gegen sie verwenden. Gut, da habe ich jetzt Taktiken. Easy. Habe ich mir fast schon gedacht, dass drauf zurennen besser ist als flüchten. Ah ja, so. Okay, ja, das passt doch. Da kann ich auch ein bisschen im Zickzack laufen und dann komme ich gut vorbei. Perfekt.
Das war der Plan. Autsch. Jawohl. Komm mal wieder ein bisschen in die Mitte. Shit. Rotten Puppets. Nice. Ich dachte, dass ich durch den Y-Angriff hier vielleicht auch ein... Mann, ey! Ja! Nice! Ja, sorry. Tut mir leid. Tür ist offen. Habe ich ihr Rapier bekommen? Ich glaube, ich habe ihr Rapier bekommen, ne? Ziemlich sicher. Zwischenfall auf dem... Ach, jetzt bin ich wieder gelaufen. Auf dem Rosenanwesen. Die Stadt Grad. Ich würde es echt alles immer vorlesen, aber... Ich vergesse es einfach. Die Stadt Grad hat beschlossen, die Untersuchung der Katastrophe, die sich im Monat-Wallfahrtshaus, auch bekannt als Rosenanwesen, ereignet hat, auf unbestimmte Zeit einzustellen. Okay. Untersuchung der Katastrophe, die sich im Monat-Wallfahrtshaus, da waren wir vorhin drin. Da waren die Häschen. Die Häschen waren doch die im Monat-Wallfahrtshaus, ne? Oder ist das das da vorne, durch das wir gelaufen sind? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das ist natürlich, hier kommt man hinter die. Dann wird es ein bisschen einfacher. Aber jetzt haben wir es schon von der anderen Seite gemacht. Brauchen wir nicht mehr hingehen. Brauche ich nicht mehr hinlaufen. Ist alles schon erledigt. Und hier haben wir einen Stargazer. Perfekt. Und jetzt steht da einer mit Zylinder. Kollege, das ist mein Stil. Nee, wait. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, ich hätte noch eine... Abkürzung irgendwo vergessen. Naja. Ist so. Wer warst du nochmal? Habe ich schon mal mit dir geredet? Julia? Weiß ich noch nicht. Rosa Isabel Street. There was a fire and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by.
Thank you. Ich versuch's. Give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. Ja, hatten wir schon. Haben wir schon drüber geredet? Falls ich dazu komme, bringe ich dir ihre Sachen. Aber ich habe das Gefühl, das hier sieht nicht nach Rosa Isabella Street aus, um ehrlich zu sein. Auch wenn da Leute in schwarzen Klamotten sind, die definitiv gleich von oben auf mich runterfallen werden. Ja, so nämlich. Was war das gerade? Und warum bin ich Trottel losgelaufen, ohne am Stargazer zu sitzen? Das war mutig. Passt. Weiter. Was tut hier so? Gut. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich denke, hier geht es weiter. Und hier um die Ecke wartet was auf mich. Yep. Aber warum guckst du in die andere Richtung? Irgendwas. Ach, die werfen auch mit Sachen. Jetzt hat. Okay. Die werfen auch mit Sachen. Das hat mich vorhin getroffen. Oh, wer bist du denn? Du bist neu. Du bist sehr schnell und neu. Autsch. Okay. Okay. Eine Ballerina. Eine schnelle, flinke Ballerina. Gut. Hi, da bin ich wieder, ja. Tut mir leid. Ich habe noch nichts gefunden. Hätte ich jetzt auch einfach vorbeilaufen können, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich diese Kriecher killen muss. Und da es dort weitergeht, gucke ich mal ganz kurz. Ah, da unten wäre halt auch noch was, ne? Aber da oben liegt mein Loot. Der teure Loot liegt da. Aua. Bazi. Kriechender Bazi. Ha. Ja, ich guck mir das da unten mal an. Vielleicht kann ich ja die Ballerina umgehen. Das wär's doch. Das wär doch cool. Einfach da unten einen anderen Weg finden. Easy peasy.
Ohne Ballerina. Wahrscheinlich ist das nicht die einzige. Da unten. Ah ja, den Loot sollte ich vielleicht mitnehmen, wegen dem ich da runtergehüpft bin, oder? Oder ist das von der Leiche? Die hat sowieso nur Müll dabei. Ja. Zwei Wurfzellen kann man schon machen. Ach nee, ich bin voll an Wurfzellen, oder wie? Hier ist das, glaube ich. Kann das sein, dass ich 5 maximal mitnehmen kann? Oh, da fällt einer von oben runter. So eine Schweinerei. Ja, 5 ist Maximum, okay. Das heißt das. Ups. Ha. Kriege ich mich irgendwie sauber? Oh nee. Ach er, okay. Ja, das geht. Der geht klar. Zu spät. Scheiße. No. Ey, come on. Oh, und jetzt trifft das nicht, ne? Scheiße. Oh. Fucking hell. Gegen so einen Billobob. No. Es war bisher alles zu einfach. Auf dem Weg. Der Weg dorthin war zu einfach und deswegen Gegner unterschätzt. Autsch. Autsch, 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 autsch. Ah, 10.000, das tut dann langsam schon weh. So nicht. Boah, okay, was ist hier alles? Da hinten ist Loot. Da hinten ist Loot. Und hier ist eine Abkürzung. Wait. What? Oh, hier bin ich jetzt. Aha. Okay.
Na gut, wenn er nicht will, dann mache ich. Legionsmagazine sind auch alle voll. Ein Quarz, ach nice, den habe ich hier bekommen. Und die Abkürzung, also was heißt Abkürzung? Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Abkürzung ist. Warte mal, ach, ich bin doch doof. Das war keine Abkürzung, das war der Ausgang. Zu dem Quarz, ah, das war hier nur ein Quarzversteck und das war der Ausgang. Oh Mann, ich komme ja hier nicht mehr hoch. Okay, na gut, dann laufen wir mal wieder zurück. Tja. Einmal Umwege. Also, bei der Ballerina geht's weiter. Wissen wir Bescheid. Refill, zack, und weiter. Ups. Refill, zack, und weiter. Mann, ach, geh aus dem Weg. Nervsäcke. Ich will doch hier nur durch. Ich will doch hier nur durch, Leute. Lasst mich mal ein bisschen. War hier noch einer? Nee, so, jetzt kommt die Ballerina. Also, nochmal. Hallo? Hi. Komm mal her. Yep. Dich meine ich. Sie hört einfach... Okay, okay, okay. Sie hört einfach nicht auf. Alter. Das war mir jetzt ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt. Oh nö. Okay. Kurz war ich in Schockstarre und wusste nicht, was ich machen soll. Also wirklich. Das ist mein purer Ernst. Ich war in Schockstarre und wusste nicht massiv, was ich machen soll.
Hier müsste es eine Abkürzung geben. Ja, schau mal. Wunderbar. Das heißt, die Ballerina ist auch kein Thema mehr. Ach, eigentlich kann ich auch kurz auffüllen, ne? Einmal kurz auffüllen. Und der ganze Kanalisationsunfug, der da unten passiert, ist auch kein Thema mehr. Oh. Erstmal Ausdauer voll machen, bevor man hier Unfug treibt. Wenn sie den Kleinen rausholt, ne? Wenn sie den Kleinen rausholt. Oh oh. Scheiße. Heiliger. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Nichts passiert. Es gibt nichts zu sehen. Einige Sichelmond. Wow. Nicht explodieren, bitte. Wir bleiben alle kühl. Einen kühlen Kopf bewahren, ja? Einen kühlen Kopf bewahren. Keiner muss explodieren. Spezialreinigungsampulle. Da oben ist eine riesige brennende Kugel. Ach, ihr wollt mich doch. Hey. Oh, Leute. Nee, zwei von euch. Was? Okay, einer reicht. Ah, jetzt wird's langsam hart. Jetzt wird's langsam hart. Also bisher waren die Bosse immer wieder, die waren gut, haben richtig Spaß gemacht, außer das mit den vielen, das fand ich, vier Gegner, war trotzdem spaßig, am Ende war's cool. Aber die Level waren bisher überhaupt kein Problem. Und jetzt kommen wir langsam an einen Punkt, da sagt das Spiel, pass mal auf. Wir können auch noch ein bisschen mehr. Weil mehr Gegner geht immer. Ich wollte gerade schon ausweichen. Hat nicht ganz geklappt. auch schon alles voll. Legionsmagazine, Ampullen, Gedönse, irgendwas, Zeugs, alles voll. Arg Schwergewichtsrahmen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr Gewicht nehmen darf. Alles voll. Von allem Zeug zu viel. Ich brauche eigentlich nichts mehr sammeln, weil ich es eh nicht benutze auch. Oh, er ist ja mit einem Flammenwerfer. The black dress. It's just a puppet? What on earth is going on? Aha. Eine Puppe und ein Ehering. Das ist seltsam.
Kommen wir doch noch auf den Balkon. Den hatte ich vorhin von unten gesehen, glaube ich. Oh. Und hier ist nochmal eine Abkürzung jetzt. Ah, hier bin ich jetzt. Okay, alles klar. Oh Mann, ey. Okay. Fortschrittkurbel. Wartet mal kurz bitte. Ich muss hier looten. Ich will da rein ins hier irgendwo in Deckung. Oh Gott. Und da kommt was von oben. Was ist hier los? Was ist hier los? Einen nach dem anderen. Wartet, wartet. Ich muss noch einen Flammenwerfer, aber gut. Oh nee, schade. Ah, ärgerlich, 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 ärgerlich. Drei Flammenwerfer, einer der Kanonenkugeln wirft und eine verrückte Clownspuppe, die auch nicht mehr ganz dicht in der Birne ist. Wow. Müsste ja dann hier sein, ne? Ja. Der andere Weg. Weil der dürfte tausendmal leichter sein. Viel geringeres Risiko, hier durchzulaufen. Ach, ich hätte gerade dem Typen seinen Ehering geben können, ne? Ah ja, egal. Ein andermal. Kommt der? Nee, ne? Nee, scheint nicht zu kommen. Genau, guck mal, das ist doch viel einfacher. Viel, viel einfacher als da oben durch. No! Wegen dem Affen hier. Wegen dem hier. Der ist nämlich der, das ist das Miese. Diese Bomben, der Bombenheini, der da steht. Der ist, das ist eine richtig dreckige Drecksau. Boah. Schweinerei.
Miese Schweinerei. Den sollte ich bewerfen vielleicht mit irgendwas. Farbe-Colored Katalysator ist auch schon voll. Die könnte ich eigentlich auch zwischendurch einfach benutzen, um mein Fabelding aufzuladen. Ich glaube, ich benutze das auch viel zu selten, ne? Da geht bestimmt so viel mehr mit diesem Fabelzeug. Gibt bestimmt irgendwie auch einen Anwendungsfall hier jetzt bei mir. Also in dieser Stelle jetzt hier rechts um die Ecke. Hier. Oh, da kommt einer. Wo kommt er her? Er ist mir doch hinterhergelaufen. Ach komm. Nein, 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 nein. Ergo, bitte, danke. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte heilen, bitte. Danke. Ich krieg ja immer noch Schaden. Ach, Jungs. Nein. Ach, fuck. Fuck. Nein. Ah, oh, das ist so mies. Das ist so mies mit diesem Bombenboy, der da steht. Oh, gemein. Richtig gemein. Und dann auch noch voll in Panik gewesen. Ja, könnt ihr mich einfach durchlaufen lassen, bitte? Ich habe jetzt nicht so große Lust. Ich renne jetzt mal durch. Ich versuche auf dem Weg irgendwie mein Ergo noch mitzunehmen. 14.000 ist schon ein bisschen was. Den hier kill ich. Weil er so schön auf dem Weg liegt. Dann kommt die Kugel. Scheiße, heilen, laufen. Oh, einfach mal durchlaufen. Okay, ich wurde von hinten mit irgendwas Dickem getroffen. Eieieiei. Nee, das ist es auch nicht. Jetzt liegt halt das Ergo da oben, ne? Scheiße. No! Also, nochmal, ganz langsam. Also. So, du weg. Du weg. Ah, du kommst mit. Okay. Du bist der, der da mitkommt. Verstehe. Die Heilung war vielleicht ein bisschen verschwendet. Egal. So, wie machen wir das jetzt? Ja, das finde ich erstmal nicht schlecht. Kommt mal mit, ihr beiden. So, die beiden aus dem Weg geschafft. Sehr gut. Jetzt haben wir den Bombenboy auf der Seite.
Der ist minimal ungeschickt. Und erledigt. Passt. Jetzt kommt die verrückte Clownpuppe. Okay. Bekämpfe ich hier unten. Da kommt noch einer mit. Warum kommt da einer mit? Ups. Alter! Auch wieder so komische Bewegungsmuster, ne? Wow, und tot. Okay, alles Ergo ist weg. Dann hat sich's eh erledigt. Dann ist eh egal. Oh, das ist doch schon wieder Vollgas gemein. Das ist richtig gemein, diese Straße da hoch. Wow. Das ist eine gemeine Nummer. Fies. Schade, ey. Fies. Oh, my Melody. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. Ja. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Whoever heard of a human and a puppet in love? Melody. Ich habe einfach mal gelogen jetzt. Ich habe ihre Nachricht gelesen, in der stand, dass sie dich liebt. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. Ehrlich? More than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please, remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Alright, Ehering. Okay, ist das, was ist das jetzt? Ist das irgendwie ein Gegenstand, den ich ausrüsten kann? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ach, das Sternfragmentzeug ist für... Ja, ich erinnere mich. Okay, kurz nachgelesen. Ja, das ist das Werkzeug. Ja, okay. Spezialwaffen, die nicht auseinandergenommen werden können. Ist der Ring hier jetzt drin? Nee. Der hat halt brutale physische Schadensreduktion. Aber ich bin eh schon etwas schwer. Also von dem her. Hier, Erinnerungen. Ach so, das ist einfach nur eine Erinnerung. Naja, gut. Also weiß ich jetzt nicht, ob das... Okay. Von mir aus.
Na, da gibt's noch was zu holen. Okay, also gut. Zumindest kriege ich die ersten beiden Flammenwerfer weg. Und den Bombenwerfer. Der Clown, es ist schon wieder ein Bewegungsmuster. Ein äußerst seltsames Bewegungsmuster, das mich ein bisschen irritiert. Was halt bisher so noch nie da war. Ist jetzt nicht so, dass das das schwerste Bewegungsmuster ist, ne? Das kriegt man rein. Aber es ist halt auch ziemlich nervig, dass ich bis dahin immer diese Lobboys hier alle killen muss. Das ist auch geil, wie sie diesen Gegnertypen vorstellen hier an der Stelle. Muss ich mal ganz kurz erwähnen. Wie er hier steht und die Menschen die Leichen abfackelt und die Kutsche anbrennt und du kommst hier um die Ecke und siehst das erste Mal diesen, also den Gegner mit diesen Waffentypen in der Hand, ist schon richtig cool gemacht. Ich habe was vergessen. Da kam ja eine Kugel. Huch. Was? Okay. Das war der Fail des Jahrtausends. So, jetzt kommt da oben langsam aber sicher dieser Clown an, ne? Aua. Fand ich jetzt. Ey! Er hat zweimal seine rote Faust hintereinander gemacht. Jetzt tanzt er. Okay. Er tanzt, nachdem er mich gekillt hat. Super. Geil. Ach, klasse. Hier konnte man den nicht durchsehen, ne? Dass man da irgendwie schon einen Hint auf den kriegt. Nee, haben sie gut gemacht. Weil ich stand ja schon mal auf der anderen Seite dieses Tores. Dieses Tors. Kugel nicht vergessen. Die Kugel, die von der Clownpuppe da runtergeworfen wird. Das ist schon mal okay gelaufen. Jetzt darf ich nicht hochgehen. Ich muss jetzt einfach auf den Clown warten hier unten. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, so ist das eben. Ich finde diese Feuerwehraxt und dass ich die Feuerwehraxt anzünden kann, ist auch einfach so eine geile Nummer, ne? Verrücktes Clownpüppchen, komm her.
angezündete Feuerwehraxt. Ups. Ups. Boah. Alter, der macht aber auch einen dicken Schaden. Und dann am Ende noch einen hinten raus, ne? Alter, halt die Schnauze, Mann! Ach so. Boah. Okay. Das ist ein richtiger Boss. Das ist ein richtiger Boss. So ein richtig, richtig ehrlicher Vollgas-Boss. In dieser Straße, ohne bestimmten Bereich, der sich als Bossbereich auftut. Uff. Also für mich, jedenfalls, ich sehe jetzt, das ist ein richtiger Boss. Und den muss ich da in dieser dummen Straße bekämpfen. Oh Gott. Das ist ja der Horror. Es ist eigentlich ein Zwischenboss, aber es hat sich gerade angefühlt wie ein richtig fetter Fettboss. Moment, ich sehe hier gerade noch was. Was ist das? Warum kann ich das angucken? Untersuchen. Der Hexenturm und die Prinzessin. Der letzte Auftritt von Adelina der... Nein, es geht weg. Ich habe nichts gedrückt. Es geht weg. So, nur mal das der größten Primadonna. Erleben Sie Ihre leidenschaftlichen Geschichten. Okay, ja. Danke fürs Einschalten, ihr Leute auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.